Instagram eine Generation zerstört. Bereits im Jahr 2017 wurde durch eine Studie bewiesen, dass Instagram die mit Abstand schlechteste App für die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden von Teenagern ist. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Yes, wir ziehen uns jetzt ein Video rein, welches heißt, wie Instagram eine Generation zerstört. Wir haben ja auch öfter schon mal über das Thema geredet so und ich merke auch, wie Instagram definitiv einen heftigen Effekt auf unser Verhalten hat heutzutage und wie wir unser eigenes Leben gestalten so. Und deswegen ziehen wir uns jetzt das Video rein. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Instagram it in, man, Alter. Und los. Instagram ist oberflächlich, macht süchtig und schadet unserer mentalen Gesundheit. Trotzdem nutzt jeder die Plattform und teilt Bilder von seinem Essen, seinem Körper und seinem Leben. Es geht nicht mehr darum, Erlebnisse zu genießen, sondern vielmehr darum, das beste Bild oder das beste Video zu veröffentlichen. Das ist leider Fact. Und ich habe das selber bei mir auch gemerkt so. Also gerade wo ich das erste Mal hier in Mexiko war, habe ich gemerkt, wie ich voll krass Instagram-abhängig bin, beziehungsweise viel zu viel durch Instagram lebe, so, weil sobald ich irgendwelche interessanten Sachen gesehen habe oder Dinge gesehen habe, wo ich dachte, oh krass, so, habe ich erstmal mein Handy rausgeholt, habe erstmal eine Story davon gemacht und habe dann geguckt, wie geil, wie die Story am geilsten aussieht, um das dann erstmal hochzuladen und den Leuten zu zeigen, wie geil das alles ist, so, weißt du? Anstatt selber diesen Moment zu genießen und mich gut zu fühlen, mich frei zu fühlen und mir zu sagen, so, geil, Alter, guck mal, wo du bist, guck mal, was du hier sehen kannst, so, weißt du? Erstmal Story gemacht. Ich bin teilweise an Orte gelaufen, wo ich zum ersten Mal war und habe dann direkt erstmal die Story gemacht. Das heißt, ich habe die Orte zuerst durch mein Handy gesehen, durch den Instagram Story Filter und danach durch meine Augen. Und dann stehst du dann da, dann gehst du an einen Ort, machst eine Story so und dann stehst du an diesem Ort und guckst erstmal auf dein Handy und machst dann Filter drauf, machst deinen Ort rein, Gradzahl, bla 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 und stehst dann da 10 Minuten an deinem Handy und der Ort ist einfach vor dir und du hast ihn selber mit deinen eigenen Augen noch gar nicht richtig gesehen und genossen so, weißt du? Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ach du Scheiße, Bro. Das ist mir dann auch selber aufgefallen und dann habe ich zu mir selbst gesagt, ey, mach erstmal Detox. Und die erste Zeit dann, wo ich nach Deutschland gegangen bin und wieder zurückgekommen bin, wo ich entschieden habe, hier zu bleiben, habe ich dann einen Monat lang erstmal alles ohne Instagram und ohne Posten und ohne Teilen gemacht. So. Ich habe dann aber gemerkt, seitdem zum Beispiel sind meine Stories nicht mehr so, also die Leute interessieren sich nicht mehr so krass für meine Insta-Stories, weil die gemerkt haben, dass ich nicht mehr durch meine Instagram-Story lebe und viele Leute fanden das halt geil und das war wie ein Vlog halt so, weißt du, wie ich meine? Aber ich habe gemerkt, wie das mir persönlich nicht gut tut. So. Und ich bin nie wieder richtig zurückgekommen. Also es ist ein Dilemma, wenn du dein Geld damit verdienst und merkst, wie dich das von dir selbst entkoppelt und von dem, was um dich herum passiert, so. Es ist ein Dilemma, wenn du bewusst sein möchtest und trotzdem Social-Media-Typ sein möchtest, so, weißt du? Ich habe das gemerkt. Mittel dafür, wie Filter, Photoshop oder Schönheits-OPs, sind normal und werden immer beliebter. Follower sind wichtiger als echte Beziehungen und das Kennenlernen neuer Partner findet immer öfter auf Instagram statt. Mittlerweile ist Instagram so eine App geworden, die mehr und mehr Menschen schadet und trotzdem wird sie öfter denn je genutzt und nur das Unternehmen hinter der Plattform profitiert. Dabei werden die Nutzer vernachlässigt und die Konzernführung unter Mark Zuckerberg wird immer gieriger. Bereits im Jahr 2017 wurde durch eine Studie bewiesen, dass Instagram die mit Abstand schlechteste App für die mentale Gesundheit und das Wohl... Krass, Digga. Das ist heftig. Da gibt es sogar Studien zu, dass Instagram die App ist, also die schlechteste App für mentale Gesundheit. War TikTok auch mit dabei? Studie bewiesen, dass Instagram die mit... Ah ne, da gab es noch gar kein TikTok. ...stand schlechteste App für die mentale... Ja, ja, ja. Also es geht immer mehr Backup, ne? Es geht immer mehr. Und ich glaube, das hat mit diesen Stories und mit diesen Reels und mit diesen ganzen Sachen zu tun. Und TikTok wird wahrscheinlich dann noch weiter unten sein. Alle Gesundheit und das Wohlbefinden von Teenagern ist. Das Netzwerk lag dabei hinter Snapchat, Facebook, Twitter und YouTube. Die Social Media Seite schadet jungen Menschen, weil sie einerseits den Schlafrhythmus beeinträchtigt, andererseits einem durchgängig das Gefühl gibt, etwas zu verpassen. Dieses Gefühl wird FOMO genannt, was für Fear of Missing Out steht. Nutzer sehen auf Instagram wie Fear of Missing Out, das ist krass, Bro. Das ist krass. Es ist so, wenn du den ganzen Tag auf Instagram stattfindest und dir da die Stories reinziehst von den Stars, in Anführungszeichen, dann denkst du halt, du verpasst irgendwas. Du denkst irgendwie, du nimmst an irgendwas nicht teil, was viel geiler ist als dein echtes Leben. So. Und deswegen nimmst du über Instagram daran teil und
denkst dann wirklich, dein Gehirn denkt, du hast besseres Leben, so, aber es ist halt einfach nicht so. Anstatt, dass du die Energie nimmst und auf dein eigenes Leben konzentrierst und dann versuchst, was Besseres aus deinem Leben zu machen, so, damit du selbst irgendwie deinen Traum lebst und im Film lebst und das machst, was du gerne machen möchtest, so, lebst du das durch andere Menschen durch und hast das Gefühl, als ob du es wirklich machen würdest, so. Und dann machst du das Handy aus und merkst, fuck, mein Leben ist eigentlich scheiße. Das ist crazy, Bro. Influencer die Welt bereisen, die schönsten Autos fahren oder wie ihre Freunde etwas ohne sie unternehmen, während sie allein zu Hause in ihrem Bett liegen und durch ihren Feed scrollen. Anschließend hat man die Angst, etwas zu verpassen und fühlt sich traurig, weil man selbst kein so schönes Auto fährt oder weil man sich selbst keine Traumreise leisten kann. Ich schwör's dir, das fickt deinen Kopf. Das fickt deinen Kopf. Und wir Menschen vergleichen automatisch, wenn wir uns viele Dinge reinziehen, so. Weißt du? Und vor allen Dingen, wenn du nicht die meiste und die größte Zeit in dein Leben reinsteckst, um dein Leben zu einem besseren Leben zu machen, sondern einfach vielleicht irgendwie einen Job machst, der dir nicht mal richtig gefällt und du eigentlich dein Leben nicht so geil findest, so, dann ziehst du dir irgendwas anderes rein und fängst automatisch an, dich damit zu vergleichen. Ich merke das sogar bei mir, wenn ich zu viele Stories gucke, dann merke ich, wie unterbewusst, wie ich so versuche, mein eigenes Leben mit dem zu vergleichen, was ich da gerade sehe. Und dann denke ich, manchmal denke ich so, dann denkst du dir manchmal, okay, krass, mein Leben ist geiler, dann fühlst du dich ein bisschen gut. Und dann guckst du, ah nee, und dann siehst du ein paar Stories, wo du, oder ein paar Reels, wo du denkst, ah, mein Leben ist schlechter, dann fühlst du dich kacke so. Und das beeinflusst dich und deinen Mut einfach, nur weil du dir ein paar Stories reingezogen hast. Muss man überlegen. Außerdem hat man den Drang, durchgängig up to date zu sein und checkt jederzeit seine Apps und aktualisiert den Feed, da man ja den neuesten Trend oder die eine wichtige News verpassen könnte. Dadurch verschwendet man nur noch mehr Zeit auf Social Media, um belanglose Neuigkeiten zu erfahren, und beeinträchtigt seine mentale Gesundheit. Beispielsweise gaben 14% der Jungs, die Instagram nutzen, an, dass sie sich durch Instagram schlechter fühlen. Außerdem führten 13% der britischen und 6% der amerikanischen Instagram-Nutzer ihre Gedanken, ihr Leben zu auf die App des Mieterkonzerns zurück. Diese What the fuck? Wurden von Instagram selbst durchgeführt und erst durch das Wall Street Journal veröffentlicht. Das Unternehmen weiß also selbst ganz genau, wie schädlich die App für die Nutzer ist und stellt damit die eigene Profitgier vor das Wohlbefinden besonders junger User. Und das Das machen die in fast jedem Bereich. Na? Egal, ob es Pharmaindustrie ist, Waffenlobby, hier, diese ganze technische Instagram, Social Media Scheiße, so. Da wird, also, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch irgendeine Industrie gibt in unserer Welt, die das Augenmerk darauf legt, dass es Menschen gut geht. Beziehungsweise Dinge nicht tun würde, wenn sie Menschen schlecht tun. Gibt's nicht, Bro. It's all about the Benjamins, bro. Obwohl Instagram eigentlich nur eine App sein sollte, mit der man sein Leben teilt, mit seinen Mitmenschen interagiert. Aber nicht nur das Konsumieren, sondern auch das Posten schadet der mentalen Gesundheit. Jeder Mensch hat ein Verlangen nach Anerkennung und die sozialen Medien sind der ideale Ort, dieses Verlangen zu stillen, da Likes, Kommentare oder Aufrufe perfekt angeben, wie beliebt oder unbeliebt man ist. So wurde bewiesen, dass Teenager, die weniger Likes bekommen haben, mehr negative Gefühle und Gedanken über sich selbst hatten. Das ist doch so krank, Bro, ich schwör's dir. Und vor allen Dingen, wenn du noch damit arbeitest. Ich habe selber schon öfter diese Phasen gehabt, so, wo du deinen eigenen Wert daran misst, wie viele Leute dir folgen, wie viele Views deine Videos haben, wie viele Likes du auf deine Bilder bekommst und so. Und dann fühlst du dich gut, wenn ein Bild mal mehr Likes bekommt und dann gehst du raus mit mehr Confidence und so ein Scheiß. Bro, du musst mal überlegen. Das hat einfach einen direkten Effekt auf dein Leben, so. Und es hat aber nichts damit zu tun. Nichts. Wie viele Likes du bekommst, wie viele Views du hast und diese ganzen Sachen haben nichts damit zu tun, was für eine Art Mensch du bist. Ob du ein guter Mensch bist, schlechter Mensch bist, ob du das... Sogar im Gegenteil. Die Leute, die am abgewichstesten sind und die am meisten tun für Likes, sind eigentlich die abgewichsteren Menschen, aber die haben mehr Likes. Und fühlen sich dann krass. Und ich weiß noch damals auch, wie viele Leute einfach gedacht haben, ja, ich habe Likes und ich habe Abonnenten und ich habe Views, deswegen ist alles, was ich tue oder sage, gut. Aber es ist nicht so. Und Leute messen Leute daran, wie viel Views und Likes und diese ganze Scheiße die haben, so. Ob das gute Menschen sind, so. Aber das ist überhaupt kein Indikator. 0,000% Indikator dafür, ob du ein korrekter, guter Mensch bist, so. Und es ist krass. Und das hat in meiner Generation angefangen, so. Weil ich war die Generation und ich glaube auch einige hier im Chat, wo Instagram erst um die Ecke gekommen ist, so. Weißt du? Und wo viele Leute überhaupt angefangen haben, Social Media Stars oder so zu sein, weißt du? Oder Leute, YouTuber zu sein und so. Also da, wo ich angefangen habe, in meiner Stadt, da gab es keinen, der das gemacht hat. Ich war der Einzige so. Und mittlerweile will ja jeder fast in diesem Bereich stattfinden. Und es ist crazy. Es ist crazy. Die Entwicklung ging so schnell und die hat so viel mit unseren
mit unseren Gehirnen gemacht, ist faszinierend. Wenn man weniger Likes als seine Influencer-Vorbilder, ist es kein Wunder, dass man dann anfängt, diesen nachzuahmen. Scrollt man durch Instagram, sieht man fast ausschließlich hübsche Menschen mit glatter Haut, schönen Haaren und einem perfekten Körper. Die Bilder und Videos werden jedoch inszeniert und so lange nachbearbeitet, bis sie makellos wirken. Der Algorithmus der Plattform bevorzugt zum Beispiel besonders freizügige Bilder. So hatten in einem Experiment Bikini-Bilder eine 54% höhere Wahrscheinlichkeit im Newsfeed angezeigt zu werden als andere Bilder. Und weil die Interaktionen bei attraktiven... Normal. Don't ever play yourself. Ist auch so eine Sache, die extrem gefährlich ist so. Weißt du, wie ich meine? Die Mädels haben auch direkt beigebracht bekommen, wenn du Titten und Arsch zeigst, kriegst du Likes. Sofort. Und viel mehr als normalerweise so, weißt du? Und das erzieht uns in eine Richtung, die nicht gesund ist. So. Das merkst du heutzutage. Also wie die Mädels teilweise hier, also wieder, was für einen Effekt das hatte auf eine ganze Generation von Frauen so. Ist crazy, oder? Menschen am höchsten sind, bevorzugt der Algorithmus die Accounts der attraktivsten Creator. Nutzer fangen dann an, sich mit den Influencern zu vergleichen und so gaben 40% der Teenager aus dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten an, dass sie sich während der Nutzung von Instagram unattraktiv fühlten. Des Weiteren verschlimmert Instagram Body Issues bei einem von drei Mädels. Vor allen Dingen, ich kenne auch relativ konservative Mädels zum Beispiel, die ich da damals kennengelernt habe und so, und die haben das dann irgendwann gemerkt und die hatten eigentlich, kennst du, das ist ja das Kranke dabei, die wollten das eigentlich gar nicht. So, wenn ich mich mit denen unterhalten habe. Die hatten eigentlich gar keinen Bock darauf, Arschbilder zu posten oder ihre Titties zu zeigen oder so. Aber die haben es trotzdem gemacht, weil die Likes haben wollten. Und das ist krank, finde ich. Das ist krank. Du willst es nicht, du fühlst es nicht, aber du machst es wegen Likes, weil du dazugehören möchtest. So. Das ist sad. Silverlight, ich küsse dein Herz, danke für deinen Support. Teenageralter. Das passiert besonders deswegen, weil man sich in den sozialen Medien anders als im echten Leben fast ausschließlich mit Personen vergleicht, die besser aussehen als man selbst. Außerhalb der sozialen Medien, wie in der Schule, Uni oder auf der Arbeit, sieht man Menschen. Das ist so, also ich glaube, Mädels vergleichen sich oft optisch auf Instagram mit den anderen Mädels und Männer vergleichen sich oft, was Fame angeht und nicht Fame, sondern so Status, sag ich mal, weißt du? Ist auch klar, also macht auch irgendwie Sinn für mich, weißt du? Aber es ist auf beiden Feldern überhaupt nicht gesund für dich und deinen Erfolg, wenn du dich damit vergleichst, so, weil jeder lebt sein eigenes Leben, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit und vor allen Dingen kannst du dich gar nicht mit Leuten vergleichen, die du nur über Instagram kennst, weil du gar nicht weißt, wie deren echtes Leben überhaupt aussieht, so. Die Leute posten noch nur die Spitze vom Eisberg. Die Leute werden immer nur die Sachen posten, die gerade gut sind, die gerade geil sind, wo die gerade fühlen, oh, einen guten Vibe haben und dann ein Bild machen und das posten und so. Aber 99% deren Lebens findet außerhalb von Instagram statt und da weißt du nicht, wie es denen geht. So, deswegen orientier dich auch nicht daran, sondern leb dein eigenes Leben. Gegenüber einem selbst attraktiver als auch unattraktiver sind. Und die menschliche Psyche ist eigentlich nur auf diesen Vergleich mit Menschen aus seinem eigenen Umfeld, die auf einem ähnlichen Level sind, ausgelegt. Wohingegen der Instagram-Feed nur die hübschesten Menschen des gesamten Planeten anzeigt. Ein Teil der Instagram-Nutzer möchte dann genauso wie die digitalen Vorbilder aussehen und wenige machen deswegen eine Schönheitsoperation. Beispielsweise stiegen die Suchanfragen nach Beauty. Schönheit, so, das ist krank. Ich kenne einfach Frauen, die einfach ihre Brüste gemacht haben wegen Instagram. Nur wegen Instagram. Ebenso wie die Anzahl der durchgeführten schönheitsbedingten Operationen seit dem Release von Instagram signifikant an. Oftmals zeigen Patienten dem entsprechenden Arzt dann Fotos von Influencern oder Bilder von sich selbst, die mit einem Filter bearbeitet wurden und mit einer Operation. Das ist crazy, Bro. Das ist crazy, Bro. Ich kann mir richtig gut vorstellen, die machen dann Selfie, normales Selfie, dann machen die Selfie mit Filter und dann zeigen die beide Bilder und sagen, ich will diese mit Filter, so will ich in echt aussehen. Um diesem Schönheitsideal näher zu kommen. Und diese Eingriffe sollte man wirklich nicht unterschätzen, da die Sterberate zum Beispiel bei einem Brazilian Buttlift über den... Digga, BBL ist brutal gefährlich, ne? Wusste ich gar nicht vorher. ...viel auf Instagram gesprochen wird, bei 1 zu 3000 liegt. Und guck mal, eine von 3000 Mädels stirbt einfach. Die sterben. Und die gehen das Risiko einfach ein. Guck mal, du stirbst, weil du deinen Arsch fetter machen lassen willst. Überleg mal. Also, das ist für mich unfassbar. Dadurch schon einige Todesfälle gab. Neben der Anzahl der plastischen Operationen stieg seitdem... Das macht nur eine kleine Minderheit. Bro, vielleicht bei euch in Deutschland. Ja.
Obwohl es da auch immer mehr werden, ne? Also ich kann dir direkt 5 Kandidatinnen aus der Öffentlichkeit aufzählen. Weiß nicht, ob die selbst zugegeben haben oder nicht, die das gemacht haben, so. Und wenn du international gehst, dann sieht der ganze Laden auch schon wieder ein bisschen anders. Siehst du, jede dritte hat so einen Scheiß. Die amerikanische App gibt auch die Zahl der Störungen massiv an. So hatten die Instagram-Nutzer, die mehr Zeit auf der App verbringen, stärkere Störungssymptome. Außerdem schlägt die Plattform auch Minderjährigen. Die wissen leider nicht, dass die wahre Schönheit im Innen ist. Ja, uff, Bro. Und wenn du fett bist oder keinen Arsch hast, dann geh ins Gym. Hä? Was los, Bro? Weißt du, ich hab da ja nichts dagegen. Ich bin auch einer, der ein gewisses Schönheitsideal hat oder auch selber einem gewissen, sein eigenes Ideal hat, was nice ist, was sexy ist, was gut aussieht. Und dann muss ich mir halt einen Arsch aufreißen, damit ich konstant so aussehe. So. Oder halt nicht und dann einfach sagen, ich bin aber innerlich schön. Okay, da kannst du auch so leben, ist auch cool. Weißt du? Aber es gibt immer Möglichkeiten, Bro. Ist ja nicht so, dass wenn du kein BBL machst, dass du jetzt nicht, oder dass wenn du kein Fett absaugen lässt, dass du für immer so bleiben musst, wenn du nicht möchtest, so. Du kannst auch einfach trainieren gehen. Und damit kann man echt sehr viel erreichen. Sehr, sehr viel. Inhalte über gefährliches Essverhalten vor. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, damit ihr zukünftige Videos über die Probleme in unserer Gesellschaft nicht mehr verpasst. Die App ist darauf ausgelegt, dass die Nutzer maximal viel Zeit auf der Plattform verbringen, damit mehr Werbung ausgespielt wird und Meta mehr Geld verdient. Daher ist Instagram auch so süchtig machend. Man verspürt ständig den Druck, die App zu öffnen, den Feed zu aktualisieren und sein... Bandio64 sagt, man muss den Menschen an seinem Herz messen und beurteilen. Ja, safe. Also so gehe ich auch durch. Ich gucke, bei allerwichtigste für mich sind die Augen. Da siehst du, was für ein Mensch dahinter steckt. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich in die Augen gucke, dann sehe ich, okay, das ist ein Engel oder nicht. Sehe ich sofort, kann ich dir sofort sagen. Aber ich will trotzdem nicht hier sitzen und sagen und lügen und sagen, ich würde jetzt eine Frau daten, die mehr wiegt als ich zum Beispiel. Ich habe meine Präferenzen so. Also ich will mich nicht auf Heuchler machen und sagen, ja, nur ich sehe nur das Herz und wenn die ein gutes Herz hat, dann würde ich mit ihr Kinder kriegen und zusammen sein. Das stimmt halt einfach nicht, weißt du? Und das muss man auch so sagen dürfen. Finde ich persönlich. Und da muss man auch ehrlich zu sich sein. Wir alle haben optische Präferenzen. Wir alle fühlen uns zu gewissen Dingen hingezogen und zu gewissen nicht. Und das ist auch okay so. Weißt du, wie ich meine? Finde ich persönlich. Also ich finde das okay, dass, keine Ahnung, manche Männer stehen auf kleinere Frauen, manche stehen auf größere Frauen, manche stehen auf das, manche stehen auf dies, manche stehen auf ein bisschen korpulenter, manche nicht und so. Und das ist aber auch okay, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das muss man nicht ausblenden. So. Aber natürlich würde ich zum Beispiel nie was mit jemandem haben, der kein gutes Herz hat. Und da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen, hoffentlich drauf einigen, dass das Herz natürlich dafür entscheidend ist, ob du mit jemandem long-term zusammen bist oder nicht. Aber die Optik spielt definitiv auch eine Rolle. DMs zu checken. Viele sind schon auf Instagram, bevor sie erst ihr Bett verlassen haben und schauen Reels, bevor sie einschlafen. Bereits im Jahr 2018 waren in Deutschland 100.000 Jugendliche süchtig nach den sozialen Medien. Und diese Zahl hat sich bis heute wahrscheinlich vervielfacht. Durch Faktoren wie Signalfarben, Pop-ups und FOMO wird der Neurotransmitter... Ich weiß nicht, ich habe damit... Also Deus sagt gerade, das Äußere hilft natürlich, ist aber nicht ausschlaggebend. Doch, für mich schon. Also und für die meisten von euch, die meisten trauen sich das nicht mehr richtig zu sagen irgendwie, weil die irgendwie denken, du darfst nicht sagen, dass du sowas nicht hübsch findest oder dass du mit sowas, ist doch beides voll wichtig, Bro, weißt du? Du willst doch mit jemandem zusammen sein, der dir gefällt oder nicht? Innerlich und äußerlich. Das ist doch, weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber für mich ist eine gewisse Optik auch wichtig, Bro, und auch ausschlaggebend. Aber wie gesagt, das Herz genauso. So ein 50-50-Ding, weißt du, was ich meine? Ist nicht das eine oder das andere. ...ausgeschüttet, der einen dazu animiert, mehr Zeit in der App zu verbringen, um mehr Glücksgefühle zu bekommen. Deswegen scrollen wir teilweise, ohne es zu merken, für mehrere Stunden durch Instagram. Aufgrund von Funktionen wie dem Story-Feature öffnet man... Fühlen wir doch alle so, hahaha. Ja, Bro. Safe, aber ich glaube, ihr habt das Gefühl teilweise, die Leute wollen zu politisch korrekt sein und sagen, nein, es zählt doch nur darauf an, innere Werte zählen doch nur und dies, das, blablabla. Aber die, also ich bin mir hundertprozentig sicher, hinter verschlossenen Türen, nicht in der Öffentlichkeit, 99% der Menschen fühlen sich zu etwas hingezogen und für die ist es auch ein ausschlaggebender Grund, warum die mit jemandem zusammen sind oder nicht, Digga, weißt du? So.
die App mehrmals täglich, um immer zu sehen, was die eigenen Freunde oder Influencer gerade machen. Außerdem erinnern uns zahlreiche Benachrichtigungen ständig daran, dass wir die App wieder auschecken müssen. Wir verbringen so viel zu viel Zeit auf der Plattform. Zum Beispiel verwendet der durchschnittliche deutsche Nutzer Instagram für 8,3 Stunden. Wobei ich natürlich auch sagen muss, was habe ich schon ganz früh auch erkannt, ist, dass dein Herz und wie du innerlich bist natürlich auch einen Effekt auf dein Äußeres hast, beziehungsweise auf die Wahrnehmung von demjenigen, der dir gegenüber ist, so, weißt du? Also wenn, deswegen sage ich, für mich sind das Allerwichtigste die Augen. Wenn eine Frau gerade so strahlende Engelsaugen hat, so wo ich sehe einfach, boah, das ist eine reine gute Seele, so, dann hat das einen direkten Effekt, wie ich diese Frau sehe. Und genauso kann eine Frau brutal sexy sein und optisch der Hammer sein, aber charakterlich einfach Schrottmüll, schlechter Mensch, andere Menschen schlecht behandeln, dies, das, bla bla bla. Dann hat das auch einen Effekt auf die Art und Weise, wie du diesen Menschen siehst, so. Ne? Muss ich ganz klar dazu sagen. Stunden im Monat. Und durch neue Features wie Reels steigt die verbrachte Zeit immer mehr an. Die endlosen Memes und Tanzvideos machen einfach so süchtig, dass man die App nicht mehr verlassen kann. Selbst wenn man sich den Problemen der Plattform bewusst ist, löschen nur die wenigsten Instagram, weil einfach jeder die App, ob Freunde, Familienmitglieder oder Superstars, nutzt und sie nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken ist. Durch diese Allgegenwart ist uns unser digitales Profil auch immer wichtiger. Deswegen gibt es noch ein weiteres Problem. Immer mehr Menschen stellen sich auf Instagram wie jemand dar, der sie gar nicht sind. Demnach nutzen einige Filter, kaufen Follower oder den blauen Haken. Angebliche Business-Coaches posieren vor gemieteten Yachten oder Sportwagen, um das perfekte Bild hochzuladen, das einem mehr Likes, Geld und Anerkennung einbringt. Es gibt mittlerweile Fotostudios, die einem Privatchat nachempfunden wurden, nur damit man auf einem Bild wie jemand wirkt, der man nicht ist. Auf Instagram geht es nicht mehr um Individuen. Diese Aktion mit den blauen Haken, ne, habt ihr auch gesehen jetzt. Wann war das? Vor ein paar Wochen, Monaten. Dass sie da diese blauen Haken vercheckt haben, jetzt kannst du die kaufen und so. Dann hast du gemerkt, so, wie viele Leute dafür bereit sind, Geld auszugeben, nur damit die nach was aussehen. Auf Instagram, Bro. Sondern darum, alles perfekt und makellos darzustellen, um eine Community aufzubauen und um damit dann Geld zu verdienen. Insofern waren nach Statista 49% der Instagram-Influencer am Betrug mit Fake-Followern beteiligt. Digga, das war auch damals schon in der Fitnessszene, wo ich angefangen habe mit Instagram und so. Da gab es schon diese Apps, wo du dir Likes kaufen konntest, so, ne? Ich weiß noch ganz genau. Und ein Kumpel von mir hat damit angefangen. Ich habe das einmal ausprobiert und habe gemerkt, ich fühle mich wie ein Haufen Scheiße. Weil ich bin halt von Herz, von ganz tief drin, nicht so ein Faker, Digga. Weißt du, wie ich meine? Ich kann nicht faken, ich kann nicht fake sein. Ich kann nicht so tun, als ob ich irgendwie bin und das dann nicht sein, weißt du? Ich hab's versucht. Es geht einfach nicht, Digi. Es funktioniert nicht, Bro. Jeder Instagram-Nutzer sollte einen Reality-Check machen und sich fragen, wie viel Zeit man täglich auf der Plattform verbringt und wie stark sie das eigene Leben beeinflusst. Außerdem sollte man dann, wenn man mit dem eigenen Umgang der App nicht zufrieden ist, seine eigene Nutzung reduzieren und Influencern entfolgen, die einem schaden. Darüber hinaus sollte man die Foto-App mehr dafür nutzen, um mit General sagt gerade, Bro, Likes kann man kaufen, aber Liebe gibt es nicht im Shop. Bleib genauso, wie du bist, Bruder. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Gang. Muah. Zu interagieren. Insgesamt sollte ebenso der Instagram-Algorithmus werden, da nur das Unternehmen selbst versteht, wie er funktioniert und welchen Schaden er anrichtet. Der User sollte auch die Funktion bekommen, seinen Algorithmus zu bearbeiten, damit man beispielsweise einstellen kann, welchen Content man bevorzugt sehen möchte. Dadurch würden Probleme wie das Schönheitsideal oder traurig der Content angegangen werden. Des Weiteren sollte man Kinder und Jugendliche möglichst früh zu Hause als auch in der Schule über die Gefahren und den Nutzen von Instagram aufklären, damit sie verstehen, dass nicht alles, was sie dort sehen, echt ist und dass die App nicht nur positive Seiten hat. Neben Instagram wird auch TikTok immer beliebter, obwohl die App noch gefährlicher und verstörender als Instagram ist. Schaut euch deswegen unbedingt dieses Video an, in dem erklärt wird, warum die chinesische App dabei ist, unsere Gesellschaft zu zerstören. Macht darüber hinaus bitte auch eure Freunde und Verwandten auf die Gefahren von Instagram aufmerksam, indem ihr dieses Video teilt. Ich küsse deine Zirbeldrüse, mein Jutster. War doch ein cooles Video, oder? Wie Instagram eine Generation zerstört. Freunde, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.